Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zockkanal zur weiteren Folge F21-22. Als allererstes fetten Dank an jeden, der die Reise in die erste Saison mitgemacht hat, die ganzen Kommentare und Co. Ich muss sagen, die Serie macht mir auch richtig Spaß. Wir hatten eine ordentliche, gute erste Saison, würde ich sagen. Wir haben am Ende Platz 18 erreicht vor Su. Ich meine, sein Teamkollege hat 95 Punkte geholt. Die Alphas sind auf Platz 6. Das heißt, wir haben einfach einen Alpha geschlagen. Das ist sehr, sehr gut gewesen. Vor den Williams gelandet. Vor beiden Williams-Piloten entsprechend auch gelandet. Das war eine gute Saison. Nicht die perfekte, aber gute Saison. Und wir werden heute den Saisonübergang machen mit neuen Fahrern. Mit neuen Fahrern wechseln allgemein. Weil es gibt ja auch mehrere, die aufhören. Stichwort Ricciardo und Bottas. Wir gucken mal, welchen Fahrer wir haben wollen. Wir gucken mal, was sich ändert, wie die neue Lackierung aussehen wird und wo man auch noch hier und da vielleicht was rein investieren kann. Das erste, was ich natürlich mache, auch hier, wir gehen mal in die Aerodynamik, da kann man auf jeden Fall auch nochmal rein was investieren. Ne? Einmal hier nochmal ein Update, das gibt es dann zum Saisonübergang und hier auch nochmal ein Update rein. Das passt dann, da haben wir nochmal 300 irgendwas frei, kann man da noch was machen? Nein. Okay, das heißt, wir gehen jetzt erstmal ein bisschen vor und es wird gleich spannend, wenn wir auf den Fahrermarkt zukommen, ne? Was dann so geht. Personalabteilung, gucken wir mal. Wir brauchen hier deine Meinung. Ich weiß, schwierige Entscheidung. Vips hatte leider einen Unfall in unserem Fitnessstudio. Es gab keine Verletzungen, aber es würde einen schlechten Eindruck machen, wenn wir keine Untersuchung durchführen, um sicherzustellen, dass der Arbeitsschutz nicht vernachlässigt wird. Das würde sich allerdings auf das Fahrer-Fitnessprogramm auswirken. Was sollen wir tun? Natürlich danke, untersuchen. Dass du dich darum gekümmert hast. Die Abteilung weiß das zu schätzen. Wobei ich nicht mehr so genau weiß, inwiefern das jetzt noch wichtig ist, wenn wir doch eher am Saisonende sind. Aber gut, wir haben nochmal 800.000 erhalten, das ist natürlich auch wichtig. Was ich ein bisschen doof finde, dass jetzt gleich schon die Vertragserneuerungen sind, bevor das Saisonende richtig kommt und wir richtig Kohle eigentlich erst reinkriegen. Okay, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Wir werden auf jeden Fall nicht mit Vips weitermachen, denn Vips hat mir nicht gefallen. Und jetzt natürlich die Frage, wem holen wir? Unser Budget ist bis zu 8 Millionen. Das heißt, Ocon wäre auch noch möglich, ne? Magnussen wäre schon zu teuer. Albon leider auch zu teuer. Der hat nämlich echt gut gefahren, ne? Der hat echt eine gute Saison gefahren. Bei Dingens, wie heißt es? Bei Williams. Wir gucken uns allgemein mal alle an. Also Hamilton mit einer 94, Schumacher natürlich, Senna, Verstappen mit einer 94. Hat der einen verloren? Hat der nicht eine 95 gehabt? Was hat Charles Leclerc? Eine 92 als Weltmeister. Norris auf einer 90, die können wir uns alle noch nicht ganz leisten. Aber jetzt natürlich die Frage. Wir haben hier einmal Mick Schumacher, Nico Hülkenberg, Latifi. Wo ist denn Vettel? Ach nein, Vettel beendet auch seine Karriere oder hat seine Karriere auch beendet. Das heißt, Ricciardo, Bottas und Vettel haben ihre Karriere... Nee, Vettel ist hier, sorry. Aber Vettel ist zu teuer leider, ne? Den können wir uns nicht leisten, wegen der Ablöse auch. Ah, bitter. Okay, also Vettel können wir uns nicht ganz leisten. Esteban Ocon wäre natürlich auch ein guter Fahrer. Button oder so würde ich jetzt nicht feiern. Felipe Massa, so ein Comeback, ne? Können wir auch mal machen. Klar, Nico Hülkenberg, natürlich auch ein super Fahrer, den man sich theoretisch holen könnte, der jetzt auch am billigsten noch wäre, ne? Ich gehe trotzdem mal in die Verhandlung, vielleicht sogar mit Ocon, oder soll ich Hülkenberg holen? Aber ich glaube, voll viele holen sich Hülkenberg, oder? Wäre das nicht so 0815 dann? Wir gucken mal, was wir sonst machen können. Ich versuche mal von jemand anderem was abzuwerben, dann haben wir auch allgemein nochmal mehr Bewegung. Vielleicht geht das ja mit Albon. Vielleicht können wir da irgendwie wenig bieten. Achso, ich kann da gar nichts bieten, schade, okay. Dann würde ich sonst mit Esteban Ocon gehen. Versuchen wir es mit allem Pros? Nee. Gehen wir mit Ocon oder gibt es hier sonst noch eine Alternative? Stroll, Mick Schumacher. Coulthard, Massa wäre irgendwie auch cool, ne? So Massa zurückzuholen. Nochmal für so 2-3 Jahre. Aber nee, komm, wir versuchen mal Ocon zu holen. Gucken mal, ob er Bock hat. Ah, Bolin Position 11, mindestens 10, Anforderungen des Fahrers. Ah, okay. Auch Ocon können wir nicht holen. Gut, dann werden wir doch auf einen der anderen setzen müssen. Also auf einen der Icons. Dann würde ich tatsächlich mit Massa gehen. Ich weiß, viele würden Hülkenberg feiern. Das ist natürlich Deutscher. Aber ich glaube, den haben bestimmt viele alle oder fast alle auf ihren Let's Plays genommen. Würde ich jetzt denken zumindest.
Deswegen Massa wäre schon cool eigentlich. So ein Felipe Massa Comeback auch für uns Ferrari-Fans, ne? Ja gut, mittleres Risiko, 4 Millionen sollte klappen. Felipe Massa hat das Angebot abgelehnt. Massa will nicht für uns fahren. Okay. Also, dann soll es doch Hülkenberg werden. Dann wird es halt doch Nico Hülkenberg. Dann wird es doch er. Ich gehe aber bei ihm hier hohes Risiko. 3,9 Millionen bieten wir. Wir gucken mal, ob er es annimmt. Komm, Hülk, du willst doch in der Formel 1 fahren. Du hast erfolgreich einen Vertrag mit Nico Hülkenberg ausgehandelt, der für die nächsten 11 Wochenende für dein Team Velocio Racing fahren wird. Sehr schön, Leute. Dann ist es doch am Ende Hülkenberg geworden. Ich glaube, ihr werdet es auch gut finden. Ein neuer Teamkollege ist auf jeden Fall da. Welcome back, Nico Hülkenberg hier in der Formel 1. Fahrerrücktritt, ja, wir wissen, Ricciardo, ne? Ricciardo und Bottas. Jetzt ist allgemein mal interessant, wo ist wer gelandet, ne? Wo ist wer gelandet? Guckt euch das mal an. Also, ich kann es leider nicht nach Team sortieren, ne? Geht das? Nee, leider nicht. Also, wir gucken mal, wo wer gelandet ist. Sebastian Vettel ist einfach im Alfa Romeo gelandet. Sehr, sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Alonso immer noch hier. Carlos Sainz im McLaren. Carlos Sainz im McLaren, das heißt, Ferrari hat auch einen neuen Teamkollegen. Bisher einen neuen Fahrer. Albon bleibt bei Williams. Eigentlich hat er echt eine mega Saison gefahren. Der hat sich ein besseres Cockpit verdient. Kevin Magnussen bei Aston Martin. Esteban Ocon immer noch bei Alpine, okay. Lance Stroll auch noch da, der sitzt fest im Sattel. Schumacher im Haas. Nico Hülkenberg natürlich hier. Latifi immer noch im Williams, kann er glücklich sein. Tsunoda im Alpha Tauri. Oscar Piastri ist back in der Formel 1. Ist jetzt auch bei Haas unterwegs. Sehr interessant. Zhou bei Alpha. Und wo ist denn der zweite Ferrari-Fahrer? Wo ist denn der zweite Ferrari-Fahrer? Gibt's noch nicht. Okay, ist noch nicht durch. Ist noch nicht durch. Gucken wir gleich nochmal weiter, ne? Finde ich sehr interessant, wer jetzt gleich wo gelandet ist. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennen. Geh nochmal in den Fahrermarkt. Wer ist der zweite Ferrari-Fahrer? Hier muss doch noch ein zweiter Ferrari-Fahrer sein. Zhou! Zhou ist von Alpha tatsächlich zu Ferrari gewechselt. Jetzt ist es erst fix, ne? Und Juri Vips dafür zu Alpha. Vips zu Alpha? Dafür Zhou zu Ferrari, Oscar Piastri bei Haas. Okay. Also hier ist einiges passiert, ne? Hier ist echt einiges passiert, das finde ich cool. Also ich finde es cool, wenn sich auch so ein bisschen hin und her wechseln. Der Sainz bei McLaren auch interessant. Wobei ich es auch schwachsinnig finde, Zhou dann hier reinzuholen bei Ferrari. Aber Alpha hat ein cooles Duo auch, ne? Mit Sebastian Vettel und dann Piastri war es, glaube ich, ne? Mit Vips dann, okay, so cool ist es dann doch nicht. Interessant. Die ganzen Jugendfahrer hier kann man immer noch nicht so wirklich gebrauchen, ne? Gut, dann ist das halt so. Können wir noch irgendwas machen wegen Dingens? Wegen irgendwelchen Paketen hier? Ah, genau 1000, schade. Auch genau 1000, bitter. Beim Chassis hier 830. Oder gibt es hier sonst noch irgendwie was? 400, bla. 1000, na, schade. Dann gehen wir zum Chassis. So, ne, das sollte dann passen. Also, dann springen wir jetzt eben Richtung nächste Saison. Ja gut, könntest hier nochmal. Das hier kurz ansehen? Machen wir Geld minus 20k. Habe ich jetzt mal einen Schnelldurchlauf gemacht. Und jetzt gehen wir zum Saisonabschluss. Mal gucken, was hier so passiert. Bin mal gespannt. Also, Nico Hülkenberg auf jeden Fall hier mit dabei. Oh, 11,5 Millionen insgesamt. 11,5 Millionen insgesamt bekommen. Das ist sehr gut. Jetzt der Übergang wahrscheinlich, ne? Dann mache ich die neue Lackierung und Co. Dann gucken wir uns das mal an. Gut, wir haben hier natürlich immer noch die 22 Strecken. Ich würde fast schon überlegen, dass wir vielleicht auf 16 gehen. Was ich schade finde, dass das so ein starres System ist. Dass es heißt, yo, 10, 16, 22. Weil ich würde es gerne wahrscheinlich auf 19 bis 18 reduzieren. Weil 16 ist mir ein Ticken zu wenig. Aber vielleicht so auf 19 runter. Dann können wir mal drei Strecken rotieren. Das wäre eigentlich richtig cool, ne? Dann hätte man auch nicht die ganzen Strafen so extrem. Aber gut, wir nehmen wieder 22 Rennen. Darauf habe ich Bock. Und ja, Leute. Ich werde dann hier jetzt mal weitermachen, ne?
Beziehungsweise, wir gehen mal kurz ins Team Branding. Das ist ja eigentlich so das Wichtigste, oder? Nee. Sondern Lackierungswahl. Team Details, das ist das Wichtigste, ne? Also, Velocia Racing heißt es nach wie vor. Wir gehen mit einem neuen Hauptsponsor. Und zwar der Zielbonus und das Einkommen. Okay, was schließt die Konstrukteursmeisterschaft mindestens auf dem 8. Platz ab? Das ist ein sehr hohes Ziel, aber denkt ihr, das wäre möglich in diesem Jahr mindestens 8er werden? Mit Hülkenberg und mir als Duo. Wobei Afro hat sogar das Bessere, ne? Weil man nur zweimal die Punkte abschließen muss. Das ist eigentlich viel einfacher zu kriegen. Verdiene während einer Saison 15 Punkte. Ne? Schließe als Team während einer Session 5-mal in den Punkten ab. Boah, traue ich mir das zu, dem Team 5-mal in den Punkten zu sein? Mit Hülkenberg und mir eigentlich schon. Sage ich euch ehrlich. Wir werden 5-mal in den Punkten sein. Ich werde diesen Vertrag mit Duatone unterschreiben. Dann haben wir hier natürlich motortechnisch. Wir waren bisher immer bei Renault. Ich würde auch noch ein zweites Jahr bei Renault fahren. Wir sind dann so gesehen das einzige Kundenteam nach wie vor. Und Nico Hülkenberg ist natürlich mein Teamkollege, das ist logisch. So, und den Rest werde ich nämlich gleich machen und dann cutten. Dann werdet ihr den Wagen nämlich gleich das erste Mal erst sehen und danach zeige ich euch alle Details, ne? Dementsprechend werde ich hier jetzt gleich mal einen kleinen Cut machen. So, Leute, so sieht dann am Ende der Wagen hier aus. Ihr seht ihn einmal. Es ist eine deutlich dunklere Version jetzt hier geworden. Der lila Anteil ist weniger. Wir haben hier eher eine dunklere Version. Man sieht es auch hier so ein bisschen am Lack matt. Matter Lack insgesamt und glänzend dann das Lila, ne? Ich muss sagen, das gefällt mir richtig, richtig gut. Etwas nochmal dunkler, nochmal ein Ticken böser. Einfach so nach dem Motto, ey, wir wollen dieses Jahr attackieren. Gefällt mir richtig, richtig gut, muss ich sagen. Auch mit den Sponsoren und Co. Wir haben nochmal einen neuen Sponsor, den habe ich da schon mal da hinzugefügt gehabt. Sieht, denke ich, ganz cool aus, der Wagen. Könnt mir ja gerne euer Feedback da lassen, wie ihr diese Lackierung hier findet. Aber ich muss sagen, sieht richtig, richtig geil aus, oder? Was sagt ihr? Also mir gefällt es richtig, richtig gut. Der Wagen sieht einfach böse geil aus. So kann man es auf jeden Fall lassen. Und ja, Leute, auch falls euch die Kleidung und die Gesten interessieren, also nur Kleidung, sage ich mal so, seht ihr hier einmal die komplette Kleidung, auch mit diesem Streifenlook, ne, auch an der Cap und Co. Und das ist der Anzug. Und der Helm ist dann auch ähnlich gemacht. Auch hier mit diesen Streifen, da habe ich mir auch was gedacht. Dementsprechend passt das eben auch alles zusammen. Ich denke, das ist ganz cool so. Wenn man dann nochmal raufguckt, wir gucken nochmal auf den Fahrermarkt, da hatten wir auf jeden Fall schon mal alle Neuerungen schon mal gemacht. Ich gucke nur nochmal zur Sicherheit durch, aber hat sich nichts mehr geändert, oder? Nein, hat sich, glaube ich, nichts mehr geändert, wobei, das können wir auch einfacher machen, indem wir einfach auf die Rangliste gucken. Nee, das ist genauso geblieben, wie es halt war, so im Ferrari und Co. Sehr, sehr interessant. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie stark sind wir aktuell? Da gucken wir auch rauf und wir sehen, wir sind tatsächlich immer noch Letzter. Okay, das ist hart. Aston Martin hat extrem verloren. Red Bull hat auch ordentlich, muss man sagen, ne? gewonnen. Mercedes und McLaren haben die Position getauscht von der Stärke her. Okay, wir haben jetzt natürlich 18 Millionen Euro zur Verfügung. Und ich werde vor allen Dingen viel Geld in die Ressourcenpunkterzeugung stecken. Das ist nämlich mit das Wichtigste, dass wir einfach schön viele Ressourcenpunkte erzeugen, um eben nach vorne zu kommen. Ne? Da stecke ich jetzt mein ganzes Geld rein. Ja, noch 1,3 Millionen. Mehr geht hier schon gar nicht mehr, ne? Doch, hier. Die Boxenstopp-Durchführung wird leicht verbessert. Gönnen wir uns auch noch. Das heißt, ich habe vor allen Dingen aber jetzt alles mal in die Ressourcenpunkterzeugung gesteckt. Somit wir dann eben auch in dieser Saison dicken, dicken Sprung machen werden mit der Zeit. Kriegen wir auch noch, nee, keine aktiven Dinger. Das heißt, wir sind auch zum Anfang des nächsten Renns, also zu Bahrain, immer noch das schlechteste Team. Ah, ich habe Aktivitäten vergessen. Gibt es mehr potenzielle Partner, die mit uns arbeiten? Ich habe Aktivitäten vergessen. Shit. Einen weiteren Sponsor über das Firmentab kontaktieren. Trainingsfahrerlager auf jeden Fall. Ah, Mann. Okay, dann ist es halt so. Dann gucken wir gleich mal auf Hülkenberg Stats nach dem Fahrerlager. Hey, ich habe gerade erfahren, dass eine der Abteilungen mit einem neuen Einrichtungsupgrade fertig ist. Ich habe dir eine Nachricht mit den Details geschickt. Okay, sehr schön. Wir gucken gleich nochmal auf Hülkenberg, wie stark er dann jetzt endgültig ist, ne? Aber wir haben nochmal 1,89 Millionen. Kann man da nochmal was machen? Die positive Auswahl von Teamaktivierung wird leicht erhöht. Okay. Ich glaube, sonst kann man damit jetzt erstmal nichts allzu Wichtiges, oder? Defektwahrscheinlichkeit wird um 10% verringert, okay.
das müssten, obwohl hier auch noch, ne? Bauzeit, Herstellung. Hier machen wir bei Aerodynamik, ne? Defekt wahrscheinlich wird um 10% verringert, kommt auch noch mit dazu. Dann haben wir das auch noch, ne? Da haben wir auf jeden Fall maximal viel gemacht, was erstmal geht. Und ja, Leute, wir werden dann zum Bahrain Grand Prix auf jeden Fall, da können wir schon mal reinspringen, das neue Fahrerduo sehen. Wir sind immer noch der schlechteste Wagen, aber mit einem deutlich besseren Teamkollegen. Wir gucken mal, was möglich ist. Durch die höhere Ressourcenpunkterzeugung sollte es eigentlich auch... Willkommen zur neuen Saison. Wir haben es ganz gut geschafft, unsere Entwicklungsfortschritte durch die Reglementänderung zu bringen. Ich glaube, wir haben ein gutes Auto, aber probier es selbst aus. Durch die, was ich sagen wollte, durch die Ressourcenpunkterzeugung müsste es eigentlich auch möglich sein, eben mehr Ressourcenpunkte zu kriegen, ist ja logisch, ne? Und dementsprechend sollten wir dann auch mal ein bisschen vorankommen, ne? So, dass wir die Williams und die Alpha Tauri relativ schnell auch mal kriegen. Wir sind ja auch nicht so weit weg, muss man sagen, ne? Wir sind knapp dran an dem Williams, Alpha Tauri, gut, ist ein kleines Stückchen weit weg. Aber mit Hülkenberg als Teamkollegen wird das besser laufen. Da bin ich auf jeden Fall positiver Dinge. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen, der schöne Saisonübergang hier. Nächstes Rennen also wieder in Bahrain. Es geht wieder von vorne los. Euer Veloce meldet sich fürs Erste ab. Und bye bye.